Hallo zusammen und willkommen zurück hier in Marshall zu Let's Play State of Decay. Ja, mit unserem neuen Kumpanen hier, mit dem Meister Chatman. Wie heißt er genau? Lance Chatman, genau. Jetzt haben wir jetzt ein bisschen Zuwachs bekommen, denn unsere Bevölkerung ist gestiegen. 13 Leute haben wir jetzt hier am Start, nachdem sich ein paar Leute angeschlossen haben hier, unserer lustigen Truppe hier. Und ja, ich hoffe mal, dass die Betten reichen. Unser Gewächshaus gedeiht. Das, was hier wächst, alles ist prima. Ja, und auch die Krankenstation ist gut am Tun und am Machen. Die müsste doch jetzt dann eigentlich bald mal fertig werden, oder? Das blöde Ding. 2 Minuten noch, ja. Dann ist die Krankenstation soweit fertig. Und ich hoffe, dass es dann auch dem Ed besser geht, der ja immer noch krank ist, der immer noch einen Husten hat. Ich hoffe, das ja, ist kein schlechtes Zeichen. So, schaut euch das mal an. Da oben die Maya hält tapfer die Stellung, hält Ausschau. Und beschützt unsere Heimatbasis. Die liebe Maya. Die hat recht. So, unser Fuhrpark mal wieder natürlich bestens ausgerüstet. Ein Rauchen und Qualmen ohne Ende. Aber mein Gott. Gibt Schlimmeres. Ciao Maya. Mach's gut. So. Da vorne am Gericht vorbei. Wo kein Richter mehr ist, ne? Wir wissen ja, Richterin Lawton hat es nicht geschafft. So, und hier sind Plünderer. Ich mag keine Plünderer, außer ich bin derjenige. Na, schauen wir doch mal. Hallo. Ah, Esmeralda. Die Esmeralda. Ja, die haben wir auch kennengelernt, ne? Die ist ja nett. Die Esmeralda. Hallo, wo ist sie denn, die Esmeralda? Kuckuck. Wo bist du, Schätzelein? Bin ich jetzt blöd? Wo ist sie denn? Das glaube ich ja gar nicht. Bäm. Und klopp. Ist sie im ersten Stock oder was, die Esmeralda? Hat sie sich versteckt, die Böse? Na, more upstairs, steht da. Wahrscheinlich ist sie da oben und ich habe sie deswegen nicht gesehen. Da ist sie. Hey. We're clear. Wie geht's so? How about you help me out and I give you half of whatever we find. In the meantime, I'm gonna look around some more. Aha. Esmeralda Wolp, Faulpelz, Trankviel, Glückwunsch. Los jetzt, Mission starten, raus hier aus meinem Kram. Nee, das geht gar nicht. Na gut. Let's do this quietly. Also dann, mach hin. Sammeln wir mal hier ein bisschen. Ich bewache so lange die Stellung, genau. Ich stelle die Bewachung so lange, haha. Kleines Wortspielchen. Und klick. Krankenstation ist ready, cool. Prima. Okay, this is looking good. Ja, sieht gut aus. Ich mache mal die Tür zu hier, ne? Oh, oh, ich glaube, das hat nicht viel gebracht, das mit der Tür. Ah, verdammte Axt. Und klick. Dankeschön, kämpfen, Level 2, jawohl. Ja, lass dich nicht stören, Esmeralda, gell? Lass dich bloß nicht stören. Nö, nö. Ah. Sapperlot. Ich glaube, die hat auch ein Problem, die Gute. Na komm. Ja, ja. Also ihr seht schon, hier ist wieder jede Menge Gekloppe. Zack. Alter Falter. Nochmal Schmerzmittel einpfeifen. Snack einpfeifen. Eieiei. Und klopp. So, kannst du jetzt weitersuchen, bitte? Wäre ich dir sehr zu Dank verbunden, wenn du das machst. Oh, da kommt der Nächste. Komm, such mal weiter hier. Ich mache wieder die Tür zu, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Da drüben mache ich auch die Tür zu. Obacht. Danke. Okay, let's get the hell out of here. Lead the way. Ach, jetzt bist du fertig, oder wie? 10-4, I'm ready. 10-4, I'm ready, genau. Steig ein, komm, auf geht's. Wo müssen wir denn hin?
Ah, okay, gut, das ist in einem sicheren Gebiet, denke ich, wo wir hin müssen. Da haben wir schließlich die Außenposten. Do you have any idea how many felonies we're probably on record as committing? These days, just about every place has security cameras. And a lot of those systems have battery backups in case the power fails. I used to install the things for a living. And trust me, the expensive ones can survive a hell of a lot more than this. Wouldn't surprise me if this whole thing ends with all of us arrested for trespassing and grand larceny. Ach, Quatsch. Das passt schon. Macht doch keinen Stress hier. Looks like trouble up ahead there. Oh. Ich glaube, da kommen die nächste dahinter. Das ist ja übel. Da kommt eine ganze scheiß Zombie-Horde. Ah! This is my fault. I'd have been here helping me. That's not good. Break it, nope. Achtung hinter dir. Danke. Cover me. Ja, ich cover dich. Komm. So, jetzt. Ist es jetzt gut hier, oder? Bist jetzt hier zu Hause? Ist jetzt alles prima? Ach, das hier ist eine Enklave, jetzt. Ja, ja, das ist eine. Die hat hier ein eigenes Zuhause aufgemacht. Die hat recht. Smash. So. Ist doch alles gut jetzt hier, oder nicht? Ach Gott, ihr scheiß Nachbarn, ey. Was ist denn hier los? Hallo. Hallo, hallo. Oh, interessante Kameraführung. Glaub. Ja, da tingelt die komische Horde vorbei. Oder der Rest zumindest. Naja, aber sind eine ganz hübsche eigentlich, oder? Die gute, wenn man sich die mal anschaut. Ja, erinnert ein bisschen an die Maya. Ja, ein bisschen, aber nur. Sollen wir den abknallen? Boah, guter Schuss. Ich habe den Kopf nicht getroffen. Das ist wahrscheinlich das Problem gewesen. Das macht immer gar nichts aus, gell? Nee. Aber es war's. Das ist bloß Munitionsverschwendung, glaube ich. Naja, das ist nur Munitionsverschwendung. Also, säubere das Haus. Jetzt kloppen wir den Onkel da erstmal weg. Bring die Überlebenden nach Hause? Nö. Ach, dahin, oder was? Das ist ja komisch. Die war doch nicht bei uns. Was hatte das jetzt mit den Plünderern zu tun? Das war doch keine von uns, oder? Die Esmeralda, oder doch? Nee. Oder will sie uns jetzt bloß die Hälfte von dem Zeug geben? Ich hab's irgendwie nicht gerallt. Ich hab's auch nicht richtig gelesen, muss ich gestehen. Aber wenn ich jetzt sage... Wenn ich jetzt sage, ich habe mich aufs Fahren konzentriert, wird das auch gelogen gewesen, gell? Tja. Das habe ich ja noch gar nicht. Nice. Rennt sie jetzt hin? Gehört die echt zu uns, die Esmeralda? Habe ich jetzt gerade echt Alzheimer oder sowas? Komisch. Hm. Hey du. Hey. Tatsächlich. Nee. Ach, jetzt sind wir 14 auf einmal. Ja, okay, nee, die ist jetzt neu dazugekommen. Alles klar. Vorräte finden. Ah ja. Mhm. Ja, ist schön. Schön, wenn es dir gut geht. Ah, das ist auch schon Buddy. Nee, noch nicht, aber fast zumindest. Karen, können wir... Ja, Sergeant Dan ist schon recht. Entschuldigung. Den können wir. Sam können wir auch. Die gute Maya sowieso. Bei dem haben wir es nicht geschafft. Alan, der ist... Naja. Und die Lily hat... Ich glaube, die wollen wir auch nie wieder... Die wollen wir nie wieder irgendwie auf Freund-Level bringen. Der ist schon wieder nicht zu Hause. Wo ist denn der schon wieder? Sabrina ist auch nicht zu Hause. Der ruht sich aus. Der ist auch nicht zu Hause. Und Ed ist immer noch krank. Hm, ich glaube, ich wechsle mal zur Maya. Die gute Maya, ja, die hat sich natürlich wieder mit Dope zugemüllt.
Das war wieder so klar. Sturmwaffenspezialisierung. So, was macht denn unser Krankenhaus eigentlich? Das ist doch jetzt fertig. Hier. Zum Medikamentenlabor können wir es noch aufrüsten. Sollte ich das machen? Bringt uns das was? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht, oder? Das hat man doch schon mal in Spencers Mill. Wir haben keinen Mediziner, ja, ja. Das bringt mir eigentlich nichts. Wenn ich den jetzt, wenn ich das jetzt ausbaue, da verschwende ich eigentlich bloß Ressourcen, denke ich. Das will ich auch nicht. Nee, nee. Sprengstoff, das klingt toll. Böller, ach Gott. Ja, Böller ist ja lahm. Das klang jetzt erstmal super, ne? Sprengstoff, ja, hm. Einen Außenposten könnten wir sogar noch bauen. Du bist immer noch überlastet. Ja, dann entmüllen wir dich erstmal. Wieso hat die Maya eigentlich einen kleinen Rucksack oder sieht das bloß so aus? Nee, okay, die hat schon einen großen. Das hätte mich jetzt auch gewundert. So, alles da lassen, genau. Was sind da so schwer? Ach, das ist die Forester. Jetzt hat er das Gewehr, das wiegt zu viel. 7,5 Pfund, ja gut, das merkst du natürlich schon, gell? Ja, dann lad doch mal nach, das Ding. Für 19 Schuss hat sie noch einen Schalldämpfer. Mhm. Heißt, wir brauchen eigentlich nochmal einen. Nimm mal zwei mit. Das Bleirohr, das ist auch nicht schlecht. So, okay. Schauen wir kurz auf die Map. Wie sieht's hier aus? Ja, wer hat jetzt hier eigentlich das Sage hier aufgerichtet? Keiner wahrscheinlich mehr, oder wie? Hm. Ja, dann düsen wir halt mal zur Sergeant 10. So ganz einfach. Exit-Strategie. Wir hören uns das mal an, was er zu sagen hat. Hopp. Aber mit einem anderen Auto, bitte. Dann nehme ich den Sportflitzer hier. Ja, so machen wir das. So. Da parken wir kurz um. Den Kollege stellen wir dann wieder auf den Reparaturstellplatz. So, willkommen beim Einparken. Frauen und rückwärts einparken, habt ihr gesehen, ne? Nicht schlecht. Halt, ne, okay. ich will da nicht hin, ich will dahin. Und Action, auf geht's. Denn das ist schon die nächste Wanderhorde. Oh Gott, so grandios. Grandios. Ja, Freunde, das war natürlich nicht schlecht. Wow, fuck. Steig aus, Maya, schnell. Mach, dass du wegkommst. Boah, Alter. Wie unauffällig, wie diskret. Eieiei, okay, das war wieder legendär. Legendäre Momente mit Maya Torres. Mhm. Sehr schön. Also, unseren schönen Sportwagen haben wir gleich mal zerlegt. Ja, ich kann mich nur wiederholen, ne? Wenn wir was tun, dann machen wir es richtig. Ja, schau, an davon ist die nächste Zombie-Horde. Kegeln macht Spaß. Ihr wolltet doch nicht etwa hier unter die Jungs da oben angreifen. Ich hoffe nicht. Ja, mal schauen, was der Sergeant 10 sich überlegt hat für eine Exit-Strategie hier. Wie wir hier rauskommen aus dieser misslichen Situation. So. Ja, okay. Ja, die Steuerung ist direkt vor mir. Ne? Ist sehr direkt. Und das Auto raucht schon wieder. Ach, Leute. Da machen wir was mit hier. Nein, wir brauchen jetzt keine Außenposten mehr. Jetzt ist genug mit den scheiß Außenposten. Mensch, Zappa, Lott, jetzt reicht's mir noch langsam. So. Wir nehmen das nächste Auto. Wieder ein Taxi. Hier oben hätten wir vielleicht auch eine Basis machen können. Also hier eine Heimatbasis meine ich jetzt.
Aber die Ortschaft hier scheint mir wesentlich kleiner zu sein als Marshall, von dem her. Oh, bin ich da jetzt überhaupt richtig unterwegs in die Richtung? Nee, nee, Schmarrn, hier geht's zum Wasserreservoir. Mein Fehler, stopp. Mein Fehler, mein Fehler. Oh, das ist eine lustige Werbefigur hier, ne? War wohl mal ein Kfz-Mechaniker hier. So wie es aussieht. Oh, was denn? Schau mal, wie sieht es denn hier aus? Blockierte Brücke, da vorne ist Sergeant Dan. Da kommt die nächste Handlampe. Hallo. Und smash. Hast du mich gehaut, oder? Bist blöd? Klopf. Noch einer. Oh. Was ist jetzt los? Alright, here's the situation. This pass is the only way out of the valley and the army clearly doesn't want us leaving anytime soon. So why don't we just climb it? We don't know what's on the other side of that pass. We're going to need food, medicine, transportation. You know, the usual. So what? We tear it down? Nah, no way we can tear down this barricade by hand. Zeds would have us for breakfast before we made it 10 feet. Can we blast our way through? What? I'm thinking outside the box. No, I like it. It's got a certain devil-may-care panache. So, what's the plan? I guess we need to find some explosives. Big ones. What about the other survivors? We can't just abandon them and hope they figure out the problem with the water. You're right. Start putting out calls to everyone we know. Tell them to get ready to move. We're all getting out of here. Okay, interessanter Plan. Also wir sollen uns hier den Weg freisprengen, dass wir hier rauskommen. Ja, und die Maya sorgt sich um die anderen Überlebenden. Ja, und Sergeant Dan geht schon wieder auf Zombiejagd. Moment, ich bin gleich da, dann klopp ich mit. Bin da. Das haben wir schön gemacht. So. Ab ins Auto, okay. Die anderen Überlebenden, hm. Zombiejagd, Schutzweste. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich noch machen sollte. Vielleicht melden die sich noch. Ja, komm, dann haben wir den in der Schutzweste auch noch schnell weg. Also, dann sind wir halt jetzt ein bisschen viel gefahren. Weite Strecke für kurzen Dialog mit Sergeant Ten. Also, dann geben wir hier alles auf quasi. Ja gut, ich meine, das wirst du machen, gell? Wasser ist nochmal elementar wichtig. Und wenn die Wasservorräte halt kontaminiert sind und ja, du drauf pfeifen kannst, dann fällt die Entscheidung in der Regel ziemlich einfach zu sagen, komm weg hier. Aber wer diese Barrikade überhaupt dahin gemacht hat, ob das die Army war oder keine Ahnung. You've impressed a lot of people around here. So, you know, if you wanted to claim dibs on some of the better gear, I don't think anybody'd mind. Jojo, das ist schon okay, Lilly. Wir sind schon gut ausgerüstet. Und wenn wir was brauchen, sagen wir Bescheid. Das kriegen wir schon hin. Was wohl aus Quentin und Becky geworden ist? Die zwei Turteltäubchen? Ob er es probiert hat bei ihr? Hm. Hat man nichts mehr gehört, gell? So, das nächste Taxi verabschiedet sich. Sehr schön. Aber naja, immerhin haben wir es noch nicht so zerstört wie unseren schönen Sportwagen hier. Oh. Der ist jetzt auch weg, interessant. Der Sportwagen ist weg. Der tut natürlich schon weh, weil das war schon ein geiles Auto. Ich glaube, das war sogar der, den Ray uns geschenkt hat. Naja, passiert. Schwund. Der übliche Schwund bei uns hier. So, und hier haben die Zombies wieder jede Menge Spaß mit unseren Außenposten, mit unseren Minen. Sehr gut, Freunde, ja, da seid ihr richtig aufgehoben hier bei uns. So, hier gibt es einen Schutzwesten-Zombie irgendwo. Hallo. Ich bin schon wieder im falschen Laden, mein Gott. Da muss ich. Hey, servus. I think we can take it. Auf geht's, komm. Okay, I'll follow your lead. Jo. Let's move. Der Ethan ist hier unterwegs. Mhm.
Zombie, wo bist du? Du Böser. Komm raus. Geh auf. Da ist er nicht. Nö. Da ist er nicht. Dann wollen wir es hier mal probieren. Einfach mal nach oben gehen. Guten Tag. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Got him. This is good, right? I mean, it doesn't suck. Jetzt hat er die Stimme von Ed. I'm ready to leave now. Jetzt klingt er wie Ed. Unglaublich. Er klingt wie der gute Ed. Schön, also hätten wir das auch erledigt. Mein Gott, heute sind wir wieder fleißig. Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Ja, dann hat momentan keiner mehr was für uns, oder wie? Keine Jobs mehr. Sollen wir den Infektionsherd nochmal anschauen? Schauen wir den nochmal an, oder? Da wussten wir ja nicht, wo der ist. Also wo ich ja gesagt habe, sag mal, steht der irgendwo auf der Bergkuppe oder was? Schauen wir von hier mal, da sehe ich nichts. Wir schauen nochmal hin. Wir schauen einfach mal nochmal hin und wollen wir schon sehen, wo der ist. Ich meine, das war damals, wo wir geschaut haben, war ja auch Nacht, ne, wo wir die Infektionsherde beseitigt haben. Hier ist auf jeden Fall eine schöne Gegend, eine Allee, so mit den ganzen Bäumen und so. Das sieht nicht schlecht aus. Komm, die Jungs fahren erstmal platt. Die fahren erstmal platt, die Jungs. Hier sind auch zwei Kreise irgendwo am Start. Ich sehe sie zwar nicht. Das Problem ist nach wie vor, dass ich diese blöden Kreise nicht sehe. Die werden mir hier nicht angezeigt. Jetzt ist die Zombiehorde alarmiert. Sehr gut. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Das ist mal richtig merkwürdig. Ich bin hier direkt dran quasi an diesem blöden... Now, for lucky, when the troops pulled out, they left behind anything too heavy to carry. Maybe including artillery shells. If they did, the ammo would be in this warehouse. There's just one problem. Let me guess. Hordes of shrieking, ravenous undead? Congratulations. You're less of a fuck-up than some four-star general, I know. Okay. Also, wir sollen jetzt Sprengstoff sammeln, ja, das ist okay. Das klingt nach einem Job für uns, definitiv. Das klingt definitiv nach einer Aufgabe. So, wir parken mal wieder um, ne? Wir nehmen mal das Auto mit, den Jeep. Scheiß auf das kaputte Taxi. Verdammt! Genau, das war jetzt wieder so ein Blät-Zombie, ein Aufgeblähter. Na, ich will jetzt keine Infektionsherd beseitigen. Ich will jetzt mit Sergeant Dan Sprengstoff besorgen. Da oben ist er. Das Waffenlager. Machen wir. Was denn? What's up? We've been looking through some of the records the army left behind. Looks like before the main force pulled out, a bunch of soldiers got sick. Sounds like the same thing Alan and Pastor Will had. Anyway, they ran out of room in their infirmary, so they started putting the sick anywhere they could find room, including a certain warehouse. The warehouse I'm heading to right now? Yeah, that place is gonna be lousy with zombies. And to think, I actually had hope for this generation. Ach du Scheiße. Ach du schöne Welt. Okay. Das heißt, da sind jede Menge Zombies da oben. Aber das ist jetzt lustig. Da ist die Frage, ob das so lustig ist. Will ich da dann hingehen? Mit der guten Maya. Oder will ich da mit dem Markus hingehen? Der eine Spur fitter ist. Das ist jetzt die Frage. Wenn ich das jetzt wüsste.
Tja, Freunde, das ist nicht einfach. Was würdet ihr denn machen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich weiß auf jeden Fall, was ich mache. Ich mache an dieser Stelle Schluss für heute mit der heutigen Folge hier bei State of Decay. Ich sage danke fürs Dabeisein hier. Ja, und ich freue mich natürlich wie immer auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge, wenn es weitergeht hier bei uns mit unserer tapferen Truppe in Marshall. Bis dann.